Frankreich angerufen und hat gesagt, dass er ganz, ganz schwer umgeknickt ist und er ist auf den gegnerischen Fuß getreten und hat sich wirklich nicht nur an der Außenseite, was sehr häufig ist, sondern auch auf der Innenseite die Bänder zerrissen und das war der Hauptgrund dann auch, warum man ihn operieren musste. Neben der Therapie, wie jetzt beim Rudi, spielt wirklich die Prävention, also die Vorbeugung, eine wichtige Rolle. Wir sind da in regem Kontakt mit dem Trainerteam und aber auch mit der Jugendarbeit, dass wir einen Arzt haben, der Dr. Neumann, der sich um die Jugendspieler kümmert und wir versuchen da letztendlich von der Jugend aufbauend hier die Vorbeugung von auch solchen Verletzungen, wie es der Rudi hatte, auch ein bisschen aufzubauen und vorzubeugen. Das Reha-Programm vom Rudi jetzt bei dieser schweren Verletzung läuft ganz, ganz erfreulich gut. Er ist jetzt mittlerweile in der 11., 12. Woche. Das heißt, wir haben so gewisse Phasen und da ist er jetzt schon in der zweiten Phase, kommt jetzt bald in die dritte Phase. Und diese dritte Phase, da fragen sie immer danach bei den Trainern und er selber, diese dritte Phase berechtigt ihn dann wieder zum Mannschaftstraining zurückzukommen. Wir sind jetzt diese Woche dabei, den Rudi so ein bisschen handballspezifisch zu trainieren, mit dem Ziel dann, dass er Anfang September tatsächlich dann angreifen kann. Rudi ist seit seiner Verletzung bei uns in Behandlung, also jetzt befinden wir uns in der 12. Woche und wir befinden uns in einer Phase kurz vor Rückkehr zum Mannschaftstraining. Das heißt, wir gucken, dass wir die Übungen so gestalten, dass er im Mannschaftstraining keine Defizite aufweist. Der Schwerpunkt jetzt liegt eben in seiner Explosivität, in seiner Stabilität im Sprunggelenk. Auch nach Ermüdung, dass er halt eben konzentriert bleibt und dass keine weitere Verletzungen eben auftreten. Wir sind voll im Zeitplan, was die Regeneration angeht. Er ist natürlich sehr motiviert und ja, mit ihm macht Spaß zu arbeiten, weil er eben immer auf Vollgas ist. Es läuft sehr gut. Es macht wirklich Spaß, in eine freundliche Umgebung zu arbeiten. Also 12 Wochen schon. Bald kann ich hoffentlich wieder mit den anderen arbeiten und in dem Mannschaftstraining anfangen. Phase für Phase kommen die neuen Sachen. Jetzt ist es die Möglichkeit, Explosivität zu arbeiten, aber auch Handballbelastung. Alles, was wir machen können, arbeiten wir. Also viele Sachen jetzt, weil Handball sehr komplex ist, wissen wir. Ich fühle mich gut, gar keine Schmerzen, nur ein bisschen, ich habe nicht so viel Geduld noch. Also ich will wirklich, wirklich endlich Handball spielen.